Bleiben wir noch einmal bei unserer Scheibenbremse. Wie kann ich die Spannkraft am Bremssattel erhöhen? Mehrere Möglichkeiten gibt es. Ich wähle einen geringen Durchmesser des Geberzylinders, also meines Hauptbremszylinders. Ich wähle einen größeren Durchmesser des Radbremszylinders. Oder, wenn ich beides nicht verändern möchte, ich wähle einen höheren Systemdruck, den ich nur dadurch erreiche, dass ich die Betätigungskraft vergrößere. Da habe ich aber ein Dilemma, weil heute im Zeitalter, wo Männlein und Weiblein gleichberechtigt Auto fahren, hat nicht jeder so Fußballerwaden, um wie so ein früherer Lkw-Fahrer eine Bremse zu betätigen, sondern das soll schon alles schön leicht und sachte gehen. Und dafür gibt es ein Servogerät. Das ist unser Bremskraftverstärker. Dessen Innereien sind doch relativ kompliziert. Allerdings, ich verweise Sie auf unseren Kanal, ich habe eine ganz gute Animation da eingestellt, die wird aber nicht weiter erklärt. Insofern tut sich jemand, der damit ungeübt ist, auch noch etwas schwer. In jedem Fall aber müssen Sie dieses Gerät kennen, identifizieren können. Es sitzt in der Regel im Motorraum, kann aber auch im Innenraum sein. Sitzt am Hauptbremszylinder, also zwischen Bremspedal und Hauptbremszylinder, und ist in der Regel so ein Riesendose. Weil der Bremskraftverstärker, der Name sagt es ja schon, er soll die Bremskraft, die Pedalkraft verstärken, damit ich in dem Bremssystem einen höheren Systemdruck habe, damit am Ende eine größere Spannkraft im Bremssattel herauskommt. Hier findet die Servowirkung dadurch statt, dass ich mit Unterdruck arbeite. Unterdruck, eigentlich negativer Überdruck, wird erzeugt im Ansaugbereich oder durch eine spezielle Unterdruckpumpe, das ist systemabhängig, sodass ich in diesem Riesentopf, wenn Sie mal so etwas aufschneiden können in der Werkstatt, ist hilfreich, oder schauen Sie auch in Fachbücher, da ist eine große Membrane drin und die unterteilt, eine Seite habe ich den Unterdruck und auf der anderen Seite kann ich einen atmosphärischen Druck, also den Außendruck, zulassen. Und wenn ich eine Seite Unterdruck habe und die andere Seite atmosphärischen Druck, dann wird die Membrane sich in die Richtung Unterdruck bewegen. Und wenn ich das ganz sanft steuerbar mache, dass ich dieses Verhältnis zwischen dem niedrigen Druck und dem höheren Außendruck variieren kann, dann kann ich mit der Pedalstange, die an der Membran in der Mitte verbunden ist, auch meine Bremskräfte dosiert auf den Hauptbremszylinder weitergeben und im Extremfall bei einer Vollbremsung, wenn ich das Pedal voll durchtrete, über diese Membran druckgestützt eine Verstärkung der Fußkraft stattfindet. Und Sie sehen, das, was sich vielleicht doch so kompliziert anhört, ist gar nicht so kompliziert. Ich trete mit meiner begrenzten Beinkraft auf das Bremspedal. Durch kleine Ventilsteuerung wird die Membran des angeschlossenen Bremskraftverstärkers derart gesteuert, dass meine Fußkraft unterstützt wird, indem die Stange, die vom Bremspedal zum Hauptbremszylinder geht, jetzt ja weitergeschoben wird durch eine Verstärkung der Fußkraft. Durch diese erhöhte Pedalkraft erhöht sich selbstverständlich auch der Systemdruck im Bremssystem und am Ende kommt im Radbremszylinder oder hier im Bremssattel ein viel höherer Bremsdruck an und der führt zu den erheblich vergrößerten Spannkräften, die ich benötige, um ein schweres Fahrzeug mit einer sanften Fußkraft betätigen zu können. Und Sie sehen, wenn Ihnen das klar ist, und schauen Sie noch einmal in die Animation in diesem Kanal, schauen Sie noch einmal in ein Fachbuch, dann haben Sie schon einiges, was Sie über den Bremskraftverstärker wissen sollten und dass es da andere Varianten gibt, elektrisch verstärkt und. Wir wollen uns nicht verzetteln, es geht um das Grundprinzip und das sollten Sie jetzt eigentlich drauf haben. Ich kann, um die Anforderungen einer Scheibenbremse an hohe Betätigungskräfte zu erfüllen, einfach ein Servogerät, einen Bremskraftverstärker nutzen und erhöhe die hydraulische Verstärkung, die ich durch einen kleinen oder mit geringem Durchmesser Geberzylinder
im Verhältnis zu einem Großvolumen und im Durchmesser großen Nehmerzylinder habe. Ich verstärke diese hydraulische Übersetzung und Verstärkung noch einmal, indem ich den Systemdruck am Geberzylinder noch einmal verdopple oder verdreifache, einfach erhöhe. Nur so ganz nebenbei, wenn der Bremskraftverstärker ausfällt, weil zum Beispiel die Unterdruckpumpe versagt, dann darf ja nicht unser ganzes Bremssystem ausfallen. Und dem ist auch nicht so. Das schreibt der Gesetzgeber schon vor. Alle Servogeräte, also Unterstützungen, das gilt für den Bremsservo, das gilt aber auch für unsere Hydrauliklenkung, die Servo unterstützt wird. Wenn dort das Hydrauliksystem ausfällt, funktioniert die Bremsanlage weiter, aber sie erfordert eine wesentlich höhere Betätigungskraft. Der Ausfall ist ja gar nicht so häufig, sondern die Realität sieht so aus, dass zum Beispiel ein Fahrzeug liegen bleibt, ein freundlicher Autofahrer oder Autofahrerin bietet sich an, oh, ich schleppe dich zur nächsten Werkstatt, das Seil oder die Stange wird verbunden und man fährt los. An der ersten Ampel muss vielleicht ein wenig stärker abgebremst werden von dem Zugfahrzeug und der oder die, wer immer auch jetzt in dem gezogenen, geschleppten Fahrzeug sitzt, drückt vielleicht ganz normal auf die Bremse, so wie er es gewohnt war, und es findet ja unter Umständen so gut wie gar nichts vermeintlich statt. Natürlich bremst die Bremse, aber viel, viel schwächer, als wenn der Motor liefe und unser Bremskraftverstärker arbeiten würde. Und das kann natürlich zu ganz unliebsamen Überraschungen, ja sogar zu Auffahrunfällen führen. Und deshalb sollte man auch als Laie, der diese Technik nicht durchdringen muss, doch die Kenntnisse haben, aha, der Bremskraftverstärker verstärkt die Bremskraft. Und wenn er ausfällt, weil zum Beispiel der Motor nicht läuft und ich werde geschoben oder gezogen, dann habe ich eine wesentlich höhere Anforderung an meine Fußkraft.